Du hast Lust, deine Hände in krümelige Gartenerde zu stecken und ihr eine richtig leckere Gemüseernte zu entlocken? Das klingt nach einem ziemlich guten Plan. Und damit dein Garten ja nicht so oder so verläuft, sondern du einen bunten Erntekorb nach dem anderen in die Küche trägst, zeige ich dir in diesem Video, wie du auch komplett ohne Vorkenntnisse deinen eigenen kleinen Gemüsegarten anlegst. Später im Video sprechen wir dann auch darüber, wie du deine Gemüsepflanzen vor fiesen Schädlingen beschützt und was du unbedingt über die Düngung deiner Pflanzen wissen solltest, damit sie überhaupt die Chance haben, groß und kräftig zu werden. Aber fangen wir vorne an mit einem Zettel. Es gibt Gemüsepflanzen, die ziemlich zimperlich sind und für die man richtig viel gärtnerisches Fingerspitzengefühl braucht. Und andere Gemüsepflanzen sind viel anfängerfreundlicher, weil sie so ziemlich jeden Fehler großzügig verzeihen. Und die einfachsten, anfängerfreundlichsten Gemüsepflanzen sind Knoblauch, Zucchini, Mangold, Topinambur. Das ist so ein richtig leckeres Knollengemüse, das tolle gelbe Blüten hat und das du auch als Sichtschutz pflanzen kannst, oder auch Radieschen. Das hier ist dein Wunschzettel und da schreibst du jetzt am besten mal alle Gemüsepflanzen drauf, die in deinem Garten wachsen sollen. Natürlich die, die du und deine Familie am liebsten esst, und am besten auch möglichst viele Anfängerpflanzen. Die größten Zicken im Gemüsegarten sind übrigens der Rotkohl und der Blumenkohl. Die würde ich persönlich im ersten Gartenjahr erstmal auslassen. Eins ist klar, du kannst noch so viel auf deinen Wunschzettel schreiben, das bringt alles nichts, wenn du nicht weißt, wo du deine Pflanzen anbauen sollst. Also steht jetzt eine grundlegende Entscheidung an. Soll es ein normales Gartenbeet sein, ein Hochbeet oder willst du im Kübel gärtnern? Wenn du statt einem Garten einen Balkon hast, dann heißt es natürlich ran an die Kübel. Auf dem Balkon solltest du immer darauf achten, dass die Kübel groß genug sind für die jeweiligen Gemüsepflanzen. Außerdem trocknen Töpfe und Pflanzgefäße viel schneller aus als Gartenbeete, sodass du darauf achten solltest, regelmäßig zu gießen. Wenn du im Sommer dann in Urlaub fahren willst, dann kannst du dir zum Beispiel aus einer Wasserflasche eine automatische Bewässerung bauen, sodass deine grünen Lieblinge nach dem Urlaub auch genauso frisch und erholt aussehen wie du. Im Gemüsegarten hast du die Wahl zwischen ebenerdigen normalen Gartenbeeten und Hochbeeten. Hochbeete sind rückenfreundlicher, außerdem bist du unabhängig davon, wie gut dein Gartenboden ist, weil du die ja mit guter Erde auffüllen kannst. Aber Hochbeete aufzubauen ist viel teurer und aufwendiger, als einfach ein ebenerdiges Beet anzulegen. Und außerdem trocknen Hochbeete auch viel schneller aus. Deswegen musst du einfach abwägen, was dir hier wichtiger ist. Aber in einem Beet, das du in der falschen Gartenecke angelegt hast, wird das Gemüse niemals so gut wachsen, wie wenn du den richtigen Standort für deinen zukünftigen Gemüsegarten auswählst. Also sprechen wir als nächstes mal darüber. Die meisten Gemüsepflanzen sind nämlich richtige Sonnenanbeter. Also beobachte deinen Balkon oder Garten mal im Tagesverlauf und such dir einfach die sonnigsten Flecken für deine Gemüsepflanzen aus. Es gibt aber auch ein paar Kandidaten, die lieber im Halbschatten chillen. Die blende ich dir hier ein, falls dein Garten eher schattig ist. Wichtig ist, dass alle Gemüsepflanzen wenigstens ein paar Stunden am Tag direktes Sonnenlicht brauchen. Im Vollschatten könntest du aber immer noch Pilze anbauen oder ganz eventuell auch Feldsalat. Aber dann hört es mit den Gemüsepflanzen, die da wachsen können, auf. Wenn du in ebenerdigen Beeten gärtnern möchtest, dann schau dir auch mal den Boden an, bevor du entscheidest, wo die Beete hinkommen. Ein guter Gartenboden ist schön feinkrümelig und nicht zu fest verdichtet, und Steine stören die Gemüsepflanzen beim Wurzeln, deswegen solltest du die vorher absammeln. Was die Gemüsepflänzchen auch nicht mögen, sind starke Winde, weil die können den ganz schön zu schaffen machen. Deswegen sollte dein Gemüsegarten immer irgendwie umfriedet sein, sodass der Wind gebrochen wird. Das können zum Beispiel Hecken oder Zäune sein, die den Wind brechen, aber Häuser sind zum Beispiel auch gute Windbrecher. Und dann wäre es auch gut, wenn du deine Beete auf einer Fläche anlegst, die möglichst eben ist. Aber, und das ist ganz wichtig, die wenigsten Gärten sind perfekt zum Gemüseanbau geeignet. Also mach dir keinen Stress, wenn du bei dir nicht die idealen Bedingungen vorfindest, und mach einfach das Beste aus dem, was du hast. Wenn dein Boden super steinig ist, dann kannst du zum Beispiel statt ebenerdigen Beeten auch einfach Hochbeete anlegen, und wenn du ein Hanggrundstück hast, dann musst du das im Zweifel einfach terrassieren, bevor du dein Gemüse anbauen kannst. Meiner Erfahrung nach sind 2 bis 10 Quadratmeter Beetfläche für das erste Gartenjahr eine richtig gute Hausnummer, aber wer sich mehr zutraut, nur zu. Ich habe eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, wie man ganz einfach und schnell direkt auf der Wiese neue Beete anlegt. Die Anleitung findest du in meinem Gemüsegarten Bootcamp. Das ist so ein kleiner Gemüsegarten-Crashkurs, den ich für meine Newsletter-Abonnenten erstellt habe. Das Ganze kostet dich kein Geld und ich pinne dir den Link einfach im obersten angepinnten Kommentar an.
an, dann kannst du da gerne mitmachen und bekommst da jede Menge Starthilfe für dein erstes Gartenjahr mit ganz vielen gleichgesinnten Anfänger, Gärtnerinnen und Gärtnern. Und damit wir unsere Beete auch bestücken können, müssen als nächstes natürlich die Pflanzen her. Du kannst entweder Gemüsepflanzen im Haus in kleine Töpfchen aussäen und erst später im Jahr nach draußen pflanzen, oder du säst die Samen direkt im Beet aus. Es gibt wärmeliebende Pflanzen wie Tomaten, die solltest du erst nach dem 15. Mai nach draußen umziehen, also nach den Eisheiligen, weil sie bei niedrigeren Temperaturen erfrieren könnten. Dazu zählen zum Beispiel auch die Paprika, die Aubergine oder die Gurke. Diese Kandidaten solltest du also unbedingt früher im Jahr im Haus aussäen, damit sie vor Mitte Mai schon einen Wachstumsvorsprung haben. Weil wenn du die erst Mitte Mai direkt ins Beet säen würdest, dann würde es ziemlich knapp werden mit der Ernte. Andere Pflanzen wie zum Beispiel den Kohl oder den Salat kannst du entweder im Haus vorziehen oder direkt ins Beet säen, weil sie schnell genug wachsen, um auch ohne den Wachstumsvorsprung im Beet rechtzeitig erntereif zu werden. Sowohl Kohl als auch Salat stecken außerdem Frost ganz gut weg, sodass du sie auch schon früher im Jahr draußen anbauen kannst. Du kannst sogar im Winter Gemüse anbauen, zwar nicht solche Frostbeulen wie die Tomaten, aber zum Beispiel den Lauch, Rosenkohl, Feldsalat, Knoblauch, Spinat, Karotten, einige Salate, Pastinaken und noch ganz viele andere Gemüsepflanzen sind richtig frosthart, und es gibt kein besseres Gefühl, als wenn man am Weihnachtstag ein Essen aus dem eigenen Garten auftischt. Aber bevor wir ernten können, müssen wir natürlich erstmal säen und pflanzen. Und wenn du im Haus Jungpflänzchen vorgezogen hast und die dann in die Beete umziehen sollen, dann musst du sie davor erstmal abhärten. Das bedeutet, dass du deine Pflanzen Schritt für Schritt an die kühleren Temperaturen und an das Tageslicht gewöhnst, weil im Haus stehen sie ja relativ warm und geschützt und haben noch nie Wind und Sonne auf ihren zarten Blättchen gespürt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Pflanzen tagsüber erstmal für ein paar Stunden nach draußen stellen und dann wieder nach drinnen. Dann können sie am nächsten Tag schon ein bisschen länger draußen bleiben, vielleicht auch mal das erste Mal in der direkten Sonne stehen, und dann kommen sie wieder nach drinnen. Und so kannst du dann deine Jungpflänzchen nach und nach über einen Zeitraum von ungefähr einer Woche an das wilde, raue Draußenleben gewöhnen, bevor sie dann wirklich nach draußen ins Beet umziehen können. Übrigens sind oft auch die Pflanzen, die man im Gartencenter oder im Baumarkt kauft, nicht an das Draußenleben gewöhnt, sodass du auch diese Pflanzen oft noch zu Hause abhärten musst. Und sobald du deine Gemüsekinder dann in die Freiheit entlassen hast, sind sie ja einer Reihe von Schädlingen ausgeliefert, die Pflänzchen am liebsten aufessen wollen, bevor du sie aufessen kannst. Und wahrscheinlich die ersten Schädlinge, mit denen du Bekanntschaft machen willst, sind Schnecken. Schnecken können ein ganzes Gemüsebeet innerhalb von einer Nacht komplett abfressen. Hier müssen wir also was unternehmen. Was gut hilft, ist, nachts mit der Taschenlampe bewaffnet durch die Beete zu streifen und einfach alle Schnecken abzusammeln, die man sieht. Nachts kommen die nämlich aus ihren Verstecken gekrochen, um ihr Unheil anzurichten, und dann kann man massenweise Schnecken absammeln. Aber gerade Kohl und Salat solltest du im Jungpflanzenstadium immer zusätzlich mit einem Schneckenring schützen. Den stülpst du einfach über die Pflanze drüber und drückst ihn ein paar Zentimeter in den Boden. Und dieser umgeknickte Rand hier kann von Schnecken nämlich nicht überwunden werden. Und für manche Schneckenkrägen gibt es sogar sogenannte Treibhausdeckel. Die kannst du einfach oben aufsetzen. Und so kannst du dann den Schneckenring auch noch in ein kleines Mini-Gewächshaus verwandeln, sodass die Pflanzen außerdem noch viel schneller wachsen und nicht einknicken, falls doch nochmal ein Temperatursturz kommt. Sobald die Pflänzchen dann größer sind, stecken sie einen Schneckenbesuch besser weg, und dann kannst du den Schneckenring einfach abnehmen und für deine nächsten Jungpflanzen verwenden. Ein anderer richtig fieser Schädling ist der Kohlweißling. Ein wunderschöner Schmetterling, aber die Raupen snacken nichts lieber als Kohlrabi, Weißkohl, Rotkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Rosenkohl, Spitzkohl und Würsing und sind nicht besonders erpicht darauf, dir was übrig zu lassen. Also sperren wir die am besten von vornherein aus und decken die entsprechenden Beete mit einem sogenannten Kulturschutznetz ab. Das ist wirklich die einfachste und ökologischste Möglichkeit, um deine Pflanzen vor den Raupen zu schützen, ohne giftige Pestizide sprühen zu müssen. Und dafür kannst du entweder Bögen aus Elektroinstallationsrohren aus dem Baumarkt bauen
und die Kulturschutznetze dann darüber spannen, wie so ein kleiner Tunnel sieht das dann aus. Oder du legst die Kulturschutznetze einfach ohne Bögen direkt auf deine Pflanzen. Das kannst du machen, wie du es am schönsten findest. Hauptsache, du beschwerst die Netze einfach mit so vielen Steinen, dass sie nicht wegfliegen können. Die Schneckenringe und auch die Kulturschutznetze findest du übrigens unter wurzelwerk-shop.com, unserem niegelnagelneuen Shop. Und den Link findest du auch in der Videobeschreibung. Wir haben unsere Pflänzchen jetzt also gut beschützt. Jetzt müssen wir sie nur noch gut füttern, und zwar mit Dünger. Unterschiedliche Gemüsepflanzen haben einen ganz unterschiedlichen Nährstoffbedarf. Man unterscheidet die Gemüsepflanzen in drei Gruppen. Die Starkzehrer sind die ganz hungrigen, die Mittelzehrer sind mittelhungrig und die Schwachzehrer brauchen eigentlich überhaupt keine zusätzliche Düngung. Und vor allem den Starkzehrern gebe ich beim Pflanzen einen Dünger direkt ins Pflanzloch, einen festen Dünger, der sich nach und nach auflöst. Dafür kann man entweder einen Kleedünger verwenden oder Hornspäne oder Schafswollpellets. Die Dosierung ist je nach Düngerhersteller natürlich unterschiedlich, aber das ist immer auf der Packung mit angegeben. Und in der Saison sollten vor allem die Starkzehrer auch noch regelmäßig Nährstoffe über das Gießwasser bekommen. Der Unterschied ist, dass wenn man über das Gießwasser mit einem Flüssigdünger düngt, dass der sofort für die Pflanzen verfügbar ist. Das mache ich bei den Starkzehrern alle paar Wochen, bei den Mittelzehrern vielleicht einmal pro Saison. Und dafür verwende ich am liebsten Vinasse. Die wird aus Resten der Zuckerherstellung verwendet. Ich finde es super wichtig, dass man nur biologische, organische Dünger verwendet und keine Kunstdünger, weil die Herstellung von Kunstdüngern unfassbar energieaufwendig ist und man in einem Gemüsegarten super einfach auf Kunstdünger verzichten kann. Und die Biodünger, die ich euch hier aufgelistet habe, sind alle super wirkungsstark und funktionieren richtig gut. Ein Thema, das mir super arg am Herzen liegt, aber mit dem ich euch im ersten Gartenjahr nicht unbedingt direkt überfallen möchte, ist die Anbauplanung. Also welches Gemüse wächst neben welchem Gemüse? Wie sähe ich so aus, dass ich rund ums Jahr ernten kann? Also welche Aussaatzeitpunkte sind die besten? Wie gestalte ich eine Fruchtfolge so, dass ich die Mittelzehrer vielleicht gar nicht mehr düngen muss? Und deswegen habe ich einen fertig ausgeklügelten Beetplan, den ihr euch gerne herunterladen könnt. Den verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung und da habe ich alles für euch vorgefertigt, damit ihr im ersten Jahr erstmal einfach losgärtnern könnt und euch darum keinen Kopf machen müsst. Wenn euch das interessiert, findet ihr aber hier drüben noch ein Video, wo ich euch die Anbauplanung ganz genau erkläre. Und dann geht raus, gärtnert los und macht die Welt ein bisschen grüner. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.